So, da sind wir wieder. Also, mein Bewegungsplan sieht jetzt so aus. Ich drücke auf den Knopf, mache einen Seitenschritt nach links, gehe nach vorne, gehe links um die Ecke, drehe mich dann einmal links, drücke den Knopf. Das Ganze mache ich nicht während eines Erdbebens. Was ich immer noch sehr stylisch finde. Also, drücke den anderen Knopf da hinten, strafe zurück und lauf rückwärts dann wahrscheinlich in die Fallgrube rein. Also, gucken wir mal. So, hat er geklappt. Schön, schön. So, hier haben wir einen Schlüssel. Oh, das ist ein anderer Schlüssel. Bisher hatten wir immer so ganz runde, einfache Metallschlüssel gefunden. Das hier ist ein Zahnradschlüssel. Also entweder das oder mir ist es vorher nie aufgefallen, dass das Zahnradschlüssel hieß und ich mache mich gerade zum Affen. Aber gut. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Kommen wir damit bei dem Gitter vorbei. Ich glaube nicht, dass da ein Schlüsselloch war. Das wäre jetzt doof, wenn wir einen Schlüssel haben und nicht wissen, wo wir ihn benutzen sollen. Genau, da ist mein Stahlplattenpanzer. Den hätte ich jetzt gerne. Bitte schön, danke schön für die ganzen Rätsel, die ich gelöst habe. Ha. Irgendwo muss hier doch ein Schlüsselloch sein. Also jetzt komisch. Ich werfe den Schlüssel garantiert nicht da durch. Rekapitulieren wir. Wir sind aus den vier Gebieten, wo wir uns hin teleportieren konnten. Oh, was ist denn da? Das war bei dem Zeiträtsel. Da können wir gleich nochmal reinspringen. Also ja, wir sind in den vier Gebieten gewesen, die hier von dem Hauptraum abgingen. Und von jedem der vier Gebiete kamen wir in die Mitte. Da haben wir jeweils vier Kartenabschnitte, Notizenabschnitte gefunden, die zusammen zwar Sinn ergeben, aber jetzt nicht bahnbrechend waren. Für mich hörte es sich so an, als wenn irgendjemand hier in die Tiefen verbannt wurde und immer noch träumt. Aber niemals vergebend. Also der ist ziemlich stinkig. Das hilft uns aber nicht. Was uns geholfen hat, ist, dass wir da runtergefallen sind und dann hier den Schlüssel gefunden haben. Nur ein Schlüssel ohne Schlüsselloch ist nur Deko. Na, gucken wir nochmal kurz in den Raum zurück. Vielleicht ist ja noch irgendwas, was ich übersehen habe. So, den Hebel haben wir gedrückt. Der war eigentlich nur für die Tür, wenn ich es richtig gesehen habe. Und die nächste Fackel geht aus. Na gut, gehen wir mal zurück nach oben, gehen zu dem Zeiträtsel und gucken uns das eine Fitzelchen noch an, wo wir noch nicht waren. Und hoffen, dass wir unterwegs vielleicht irgendwas... War hier nicht ein Teleporter? Okay. Langsam wird's komisch. Wir finden einen Schlüssel, den wir nicht benutzen können und unser Teleporter... Ah ne, hier ist der Teleporter. Ich dachte schon, unser Teleporter nach Hause ist weg. Oh, was hatten wir hier? Zum Einschläfern. Oh, vielleicht müssen wir hier die vielen Schlitzrollen reinpacken. Zum Einschläfern. Niemals vergessen, bei immer noch träumend. Hat keinen Klick gemacht, aber schauen wir mal. Ewig eingesperrt. Oh, vielleicht müssen wir den Satz ergänzen. Zum Schlafen befohlen. Also put to sleep ist entweder bei Tieren einschläfern oder wenn man jemanden zu Bett schickt. Oder also wenn man ein Kind ins Bett legt und sagt, gute Nacht, geh schlafen. Put to sleep. Was passt da drauf? Aber immer noch träumt. Ja, das passt. Ewig gefangen. Aber niemals vergebend. Das passt auch. Verbrechen vergessen. Nee, das passt nicht.
Und die Kavernen sind immer noch am Echos machen. Dazu passt das hier aber eigentlich auch nicht. Oder? Die Kavernen sind immer noch am Beben durch seine Stimme bei his Call. Also Call ist eigentlich eher nicht die Stimme selbst, sondern irgendjemand verlangt etwas oder befiehlt etwas auf seinen Befehl hin. Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch in das Zeitportal springen, um zu gucken, was hier ist noch war, und dann in die Katakomben, um zu gucken, wo ich da die Schriftrolle auf den Boden geschmissen habe. Wenn es denn wirklich da war. Das war die falsche Seite. Ah, da ist ein Buch, Ausrufezeichen. Wo wir aber immer noch nicht hinkommen. Kann man da oben runterspringen? Nee, ich sehe kein Loch an der Decke. Was hatten wir hier? Irgendwie muss man ja da hinkommen. Na gut, aber da kommen wir von hier aus nicht ran. Ist das vielleicht die Schriftrolle? Ja, keine, zu Tiefen ohne Grenzen. Hat er auch noch was zu essen? Jo. Gut, also wir haben die letzte Schriftrolle. Gehen wir mal zurück. Das scheint falsch. Und warum ist das so eine Schriftrolle? Achso, ist eine Notiz. Das war die Schriftrolle. Also entweder mache ich gerade was falsch, also die falschen Gegenstände da reinpacken, oder es war die falsche Reihenfolge. Also, zu Tiefen ohne Grenzen. Passt nicht. Ja, ewig gefangen oder ewig eingesperrt. Nee. War ich nicht irgendwo bei his call? Oder stand auf der Schriftrolle, ne? Na gut. Ewig eingesperrt in Tiefen ohne Grenze. Vielleicht. Auch kein Klick. Ich bin da echt ein bisschen verwöhnt, wenn man was richtig macht, wenn man mit einem Klick belohnt wird. Verbrechen vergessen. Aber niemals vergeben. Schön. Da geht was auf. Und wir haben neue Gegner. Viele neue Gegner. Viele neue Gegner. Ach du Scheiße. Ja. Also das waren wirklich viele neue Gegner. Wo sind wir gerade? Wir sind dabei, den Schlüssel zu finden ohne Schlüsselloch. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir einfach nur zurück. Zum Zeiträtsel, da den einen Fetzen einsammeln. Den speichern wir gleich nochmal ab, bevor wir die Monsterarmee da rauslassen. Bist du der Richtige? Ja. Jetzt müssen wir nur die Reihenfolge wieder hinbekommen, aber das kriegen wir schon hin. Also, zum Schlafen verordnet. Aber immer noch träumt. Ewig eingesperrt. Auf seinen Befehl. Verbrechen vergessen, aber niemals vergeben. Und das wird dann wahrscheinlich der letzte sein. Die Kavernen sind immer noch am Beben. Nö, das macht keinen Sinn. Crimes forgotten. Ewig gefangen in endlose Tiefen. Und
Kavernen sind immer noch im Echoen durch seinen Ruf. Okay, speichern. Was ist jetzt mein Plan? Mein Plan ist, schreiend wegzulaufen wie ein Mädchen. Wahrscheinlich. Hast du noch irgendwas, was wir benutzen kann? Wir könnten Giftbomben werfen, aber die sehen so aus, als wenn sie gegen Gift resistent sind. Wir können auf jeden Fall Heiltränke benutzen. Wir sollten mehr Heiltränke machen. Sein Inventar ist voll. Okay, so. So. Heiltrank war der da. Immer der, den wir am meisten haben, irgendwie. Vielleicht sollte ich die echt ein wenig öfters benutzen. So, er hat Hunger. Hunger ist schon mal gar nicht gut. Flächenzauber. Flächenzauber wären jetzt echt praktisch. Eisschatz. Was heißt Flächenzauber? Den haben wir nie wirklich benutzt. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Eisschatz. Unten links, unten rechts. Unten links, unten rechts. Ja, ist ein Flächenzauber. Also unten links, unten rechts. Unten links, unten rechts. Das hilft uns aber nicht viel weiter, denke ich. Denn wir werden schreiend irgendwo in eine Ecke laufen. Am besten in so einen Teleporter rein. Und da wird uns ein Zweier-Trupp bestimmt im Weg stehen. Und den müssen wir schnell töten. Wir müssen nicht Massen töten. Massen können wir später töten, wie wir wollen. Indem wir sie Schritt für Schritt umbringen und sie jetzt mal wieder zurückziehen. Also bereite ich doch wieder den Feuerball vor und du den Blitzstock. Ich hätte die Feuerbomben nicht verbrauchen sollen gegen diesen einen Pilz. Das haben wir ja quasi im Zorn gemacht. Na gut, dann kriegt er seine Wurfdinger. Er hat sein Schild, das braucht er auch, damit er nicht stirbt. Obwohl er trotz Schild tierisch schnell gestorben ist, was ich ein bisschen albern finde. Er hat jetzt schon 25 Rüstungswert und na egal. Nicht meckern, tun wir was Produktives. Gucken wir Essen an. So, nochmal abspeichern, denn ich habe den Verdacht, wir werden noch hier ein, zweimal sterben. Und das nächste Portal ist da. Das heißt, ich lege das jetzt rein, gucke gar nicht erst zu der Wand, die aufgeht, sondern laufe gleich zum Portal und drehe mich dann um. Versuch noch einen Zweier-Trupp umzubringen und dann da reinzuspringen. Und die Teleporter werden aber weggemacht. So ist es schon wesentlich angenehmer. Die sind auch alleine und nicht in Zweier-Trupps. So, stirb, 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 stirb. Und bye bye. Uah. Das hier war vorher auch nicht offen, ne? Ja, das ist ein Weg nach unten. Schöne Sache. Also ja, nicht sehr rollenspielgerecht, aber ich mache ja auch kein Rollenspiel-Let's Play momentan. Dann wäre das hier nämlich vorbei. Denn sich da durchzukämpfen, wenn man nicht weiß, was passiert, stelle ich mir ziemlich schwierig vor. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück und bringen die nach und nach alle um. Denn zum einen sind es Erfahrungspunkte und zum anderen will ich wissen, was in deren Räumen war. Die werden ja bestimmt irgendwas bewacht haben. Oh ja, schöne saftige Erfahrungspunkte. Du läufst immer im Kreis. Ich höre kein Schreien mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Ah, da hinten wuselt was. Trotzdem wieder runter. Fackel wieder weg. Und schlafen nochmal. Und der Minotaur kriegt langsam richtig Hunger, wie es scheint. Wahrscheinlich verbraucht man wesentlich mehr Essen, wenn man gerade regeneriert. So. Zack. Zack. Alle wieder wohl auf. Fackel in die Hand. Und Inventar lassen wir diesmal offen. Das wollte ich nicht. So. Oh, ein blauer Kristall. Das ist sehr, sehr schön. Frostbolzen. Gucken wir nochmal.
Brauch Eismagie. Achso, ist ja der falsche. Brauch Eismagie 18 oder 13. Da sind wir noch lange nicht. Und werden wir vielleicht auch gar nicht hinkommen, denn wir wollen uns ja erstmal auf Feuer spezialisieren. So, was haben wir hier? Eine Frostbombe. Ja, ganz schick. Und wir werden in die Ecke gedrängt, was nicht sehr schick ist. Warum kommen die nicht, wollte ich gerade sagen. Na, die sterben doch relativ schnell, wenn sie denn mal angreifbar sind. Also ja, die sind echt gut, um Leuten Angst einzujagen. Weil sie sich schnell bewegen, weil sie in großen Massen aufgetreten sind. Aber so alleine können die echt nichts. Also mir haben sie definitiv eins angejagt. Da haben wir auch so einen Zahnradschlüssel. Okay. Schlüsselloch, meine ich. Ja. Man sollte nicht rückwärts Treppen runtergehen können. Ha, ich frage mich gerade, ob da jetzt unendlich viele kommen. Was hier irgendwie praktisch wäre. Aber gleichzeitig unpraktisch, weil ich will ja wissen, was sie da bewacht haben. Wenn sie denn irgendwas bewacht haben. So, hat noch irgendjemand Hunger? Nein. Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel benutzen soll. Es kann ja sein, dass es Gegenstände gibt, die man entweder hier benutzen kann oder weiter unten oder... Aber wir sollten alles an Gegenständen bekommen, die wir bekommen können. Wir spielen schließlich auch schwer. Also gut. Chitin-Hosen. Die passen noch super zum Chitin-Helm. Ja, das war's. Na gut, hoffen wir mal, dass ich nicht einen Fehler gemacht habe. Und, bringen wir noch um deine Freunde nicht mehr, denn ich will jetzt erstmal speichern und Cut machen. So, speichern LP 029 und bis gleich.